Seit drei Quartalen ist die deutsche Wirtschaft nicht mehr gewachsen und Besserung ist nicht in Sicht. Die Sorgen um den Standort Deutschland nehmen zu. Nicht nur, weil wir grundsätzlich in einer konjunkturellen Schwächephase sind, nein, auch, weil es viel größere strukturelle Schwächen in Deutschland gibt. Ist Deutschland bald wieder der kranke Mann Europas und was könnte man tun? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halver, zugeschaltet aus Frankfurt von der Baader Bank. Ich grüße Sie, Herr Halver. Ich grüße Sie, Herr Koch. Dass wir uns heute treffen, scheint darauf hinzudeuten, dass die Sommerpause vorbei ist. Es geht wieder los und auch in Berlin ist viel los. Wir haben auch viel zu besprechen, aber schauen wir heute besonders mal auf die deutsche Wirtschaft. Die Industrieproduktion liegt immer noch 5% unter dem Niveau von 2019. Die Bundesrepublik ist das einzige Land im Euroraum, was praktisch die Vor-Corona-Zahlen und Stände noch nicht erreicht hat. Wir schrumpfen um 0,3%. Warum ist das so? Warum sind gerade wir so schlecht dran? Jetzt kann man die Probleme weglächeln, das sollte man aber nicht tun. Natürlich, wir als Exportnation leiden natürlich darunter, dass die Weltkonjunktur nicht so läuft. Aber auch andere Länder haben natürlich einen starken Industriestandort, nicht nur Deutschland. Und da scheint offensichtlich klar zu sein, es wächst. Nein, die Probleme, Sie haben es genannt, sind auch struktureller Natur. Die Energiekosten sind viel zu teuer. Wir haben viel zu viele Staatseingriffe. Wir haben viel zu viel Bürokratie. Wir haben Fachkräftemangel. All das summiert sich dann zu einem teuflischen, toxischen Cocktail und das führt dazu, dass viele Unternehmen hier nicht mehr investieren, sondern eher das Land verlassen. Also das ist für das Land von Ludwig Erhard, soziale Marktwirtschaft, sicherlich keine gute Nachricht. Ja, der Economist fragt sogar, ob Deutschland wieder zum kranken Mann Europas wird, wie in den 2000er Jahren. Ökonomen halten das noch für ein bisschen übertrieben. Was denken Sie, sind wir da an der Schwelle zum Positiven oder zum Negativen? Wir sind schon der kranke Mann Europas, das muss man sehr klar erkennen. Wenn man so schwach wächst, auch im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarländern, dann ist doch ganz klar, was passiert. Und noch einmal, wir verabschieden uns von der sozialen Marktwirtschaft, gehen immer stärker in eine Phase des Staatsinterventionismus. Und das Problem ist ja, der Staat macht irgendetwas, stellt fest, es funktioniert nicht und meint, dann diese Fehler mit noch mehr Interventionismus heilen zu müssen. Das sehen wir ja zum Beispiel an der Energiepolitik. Wir haben die höchsten Energiepreise der Welt, das hat sich nochmal verschärft, ja, in den letzten 2 Jahren. Und was machen wir? Dann überlegen wir, okay, dann müssen wir den Industriestrompreis subventionieren. Das macht für mich keinen Sinn, dass man billige Energieträger abschaltet und dann aber den Steuerzahler dazu aufruft, dann höhere Preise zu bezahlen. Und dieser Staatsinterventionismus, der ist natürlich eine Teufelsspirale, der immer weiter sich dann dreht. Wir verabschieden uns von den freien Marktkräften, dass der Unternehmergeist, der Freigeist, die Menschen machen können, was sie wollen. Und der Staat meint, er hätte die besten Rezepte. Nur diese Rezepte schmecken überhaupt nicht. Ja, und wenn wir da in die Zukunft schauen, sind die Perspektiven auch nicht so verheißungsvoll. Deutsche Unternehmen investieren im Ausland mehr, als hierzulande investiert wird. Und Schuld, ja, ist wahrscheinlich die zunehmende Bürokratie, hohe Energiekosten, Fachkräftemangel. Das sind so einige Faktoren, die immer wieder genannt werden. Klar, wenn ein Unternehmen, nehmen wir das Unternehmen X, das vielleicht tolle Produkte hat, auch eine tolle Geschäftsidee hat und das überlegt, wo kann ich investieren? Sollte ich das in einem Land machen, wo die Steuern besonders hoch sind, die Energiekosten hoch und die Sicherheit der Energie nicht gewährleistet ist, wo ich Fachkräftemangel habe und eine Bürokratie habe, die kann man ja nicht mehr beherrschen. Wenn man teilweise ja bei Unternehmen reinhört, die Damen und Herren, die dann halt Backoffice betreiben müssen, die verzweifeln ja mittlerweile aufgrund der vielen Vorschriften, das wird nicht funktionieren. Und wir können ja nur das Beispiel, zum Beispiel den Wohnungsbau nehmen. Wer will denn in Deutschland noch finanzieren bzw. bauen, wenn die Bauvorschriften so kompliziert sind, so teuer sind, dass man sagt, nein, dann gehe ich lieber ins Ausland. Das sind ganz gefährliche Entwicklungen, die müssen sofort gestoppt werden. Ich möchte nicht das Beispiel von Argentinien oder Venezuela an die Wand malen, aber man muss sehr klar erkennen, beide Länder waren mal richtig, richtig reich. Und hier muss man sehr klar erkennen, wenn der Staat meint, er müsste reinmurksen, obwohl er keine Ahnung hat, dann ist das eine sehr gefährliche Entwicklung, die wir hier haben.
Ja, wenn wir auf den Staat schauen, Bundeskanzler Scholz hat ja davon gesprochen, dass er ein Wirtschaftswunder für gerade Investitionen beim ökologischen Umbau erwartet. Andere sagen, es sieht mehr nach Schweiß und Tränen aus. Ja, Schweiß und Tränen, das kann man ja durchaus machen. Warum sollte man nicht auch sagen, wir brauchen Reformen, um den Wohlstand zu halten? Ich glaube auch, man kann das der Bevölkerung deutlich machen. Man kann nicht der Bevölkerung suggerieren, macht euch keine Sorgen, der Staat hat das im Griff. Er hat es nicht im Griff. Weil Staatswirtschaft, da können Sie bis Adam und Eva zurückgehen, hat noch nie funktioniert. Im Gegenteil, Staatswirtschaft nimmt Wirtschaftskraft weg. Und wir in Deutschland haben doch gemerkt, dass sind wir beim Thema sozialer Marktwirtschaft bei Ludwig Erhard, dass genau diese soziale Marktwirtschaft ja zu einem Massenwohlstand geführt hat, der gewaltig ist. Und das Wirtschaftswunder über KI und so weiter, ja, ich kann davon reden. Ich kann auch sagen, meine Damen und Herren, ich möchte aussehen wie Brad Pitt, nur wie setze ich es denn um, wenn ich nicht die Talente dafür habe? So muss man es eben auch machen. Man muss einfach sagen, was muss in Deutschland umgeändert werden? Und ich bin der Meinung, da mussten ganze Heerscharen von Rucken und hier Schwüngen durch Deutschland gehen, um das umzudrehen, um zur sozialen Marktwirtschaft zurückzukommen. Das muss man der Bevölkerung klar machen. Und ich glaube, sie würde es akzeptieren, weil sie weiß, am Ende dieser Schweiß- und Tränenphase geht es da wieder aufwärts. Ja, und die Bundesregierung, die arbeitet ja bei ihrer Kabinettsklausur an diversen Themen, unter anderem KI als Zukunftstechnologie und Verbesserung der Verwaltungsdigitalisierung. Brauchen wir neue Programme für die Wirtschaft? Das klingt aber so toll, neue Programme für die Wirtschaft. Das Programm für die Wirtschaft ist endlich mehr Marktwirtschaft wieder zu wagen. Dass man sagt, das, was auf den Nägeln brennt, muss abgeändert werden. Ja, also wir haben die Punkte genannt, Sie auch. Steuern, Bürokratie, Fachkräftemangel. Ja, die Innovationskraft, die muss sich Bahn brechen können. Aber dazu muss eine gewisse Ideologie weg. Wir müssen davon wegkommen, dass Politiker sich freuen, wenn sie in Karl-Marx-Bettwäsche nächtigen. Nein, sie müssen die Bettwäsche von Ludwig Erhard wieder aufziehen. Darum geht es. Ideologie, die Überlegung, dass der Staat der Heilsbringer ist, die muss weg. Man muss diese freien Kräfte einer Wirtschaft, ich wiederhole mich jetzt, ich weiß das, aber es ist auch trotzdem sehr wichtig, es nochmal zu sagen. Wirklich, die müssen wieder bereit sein, hier hinzukommen. Oder anders gesagt, sehr kurz, der deutsche Standort muss wieder sexy werden. Er muss Anreize bieten, hier zu investieren, nach dem Motto, wenn wir investieren, am liebsten in Deutschland. Aber davon sind wir meilenweit entfernt. Ja, und weil wir davon so weit entfernt sind, haben wir auch weiterhin viele Gesprächsthemen, Herr Halver. Ich danke Ihnen diesmal nach Frankfurt. Wiedersehen. Robert Halver von der Baader Bank war das. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.